Silber. Kategorie Rind- und Printserien. Fischer Appelt, der Mensch hinter der Visitenkarte. KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Visitenkarte, zentrales Element der Businesswelt. Sie gibt wesentliche, aber wenige Informationen über ihren Besitzerpreis. Die Mitarbeiter von KPMG sind jedoch viel mehr als das. Die B2B-Kampagne zeigt den Menschen dahinter. Auf emotionale und authentische Art und Weise werden leitende Mitarbeiter der KPMG sympathisch und nahbar bei ihrem Hobby gezeigt. Die Verbindung zu ihrer beruflichen Funktion wird durch die Visitenkarte als Key Visual hergestellt. Kategorie Corporate Publishing. Filmhaus GmbH. Quagga. Verband der Zoologischen Gärten VDZ e.V. Bundesamt für Naturschutz BFN. Den Namen des Magazins lieh uns eine ausgestorbene Unterart des Zebras, das Quagga. Der Verband der Zoologischen Gärten und das Bundesamt für Naturschutz stellen gewöhnliche und ungewöhnliche Lebensräume vor, erkunden Schutzprojekte in aller Welt und blicken hinter die Kulissen zoologischer Gärten. Die Spannweite reicht von den brodelnden schwarzen Rauchern am Ozeanboden bis zur verzwickten Kulturgeschichte des Hausschweins. Arten- und Naturschutz ist jenseits aller biologischer Notwendigkeit stets gesellschaftspolitische Aufgabe. Quagga will nicht nur dokumentieren, sondern anregen und wach machen. Kategorie Credentials. RTS Riga Team Werbeagentur GmbH. Schönheit im B2B. Die B2B-Kommunikation ist momentan dominiert von technologischem Buzzwording und digitalem Kompetenzgerange. Aus Sicht von RTS Riga Team höchste Zeit, über eine Kernkompetenz von Agenturen zu sprechen, das Thema Design. In einer weit gefassten Kampagne sensibilisieren wir für das Thema B2B-Design. Alles beginnt mit einem Credential-Film und einem Roundtable-Gespräch mit Kunden, das wir dokumentieren und über Social Media verbreiten. Darauf basierend entstehen 10 Thesen zum B2B-Design. Das zentrale Medium der Kampagne ist das bereits existierende Kundenmagazin B2B, das Magazin. Kategorie Dialogmarketing und Verkaufsförderung. Iker Schmidt GmbH. Actros, der Samenflyer. Mercedes-Benz Trucks Germany. Der Mercedes-Benz Actros ist 2015 zum zweiten Mal in 3 Jahren zum Green Truck of the Year gewählt worden. Diese Tatsache und wie Nachhaltigkeit mit Mercedes-Benz aussieht, wird den Kunden in einem Flyer mit Infos zum Actros Green Truck 2015 mitgeteilt. Das Papier des Flyers ist mit Blumensamen versetzt und kann vom Empfänger nach dem Lesen eingepflanzt werden. Ein Werbemittel, das genauso umweltfreundlich und grün ist wie der Actros selbst. Ogilvy Deutschland, The Floating Bottle, Coca-Cola GmbH. Imbiss- und Kioskbesitzer wissen, dass ihre Kunden in Eile sind und sich wenig Zeit für ihre Kaufentscheidung nehmen. Coke Light sollte in diesen Verkaufsflächen so platziert werden, dass sich die Händler von der Konkurrenz abheben. Eine einfache und wirkungsvolle Lösung, The Floating Bottle. Es wurden starke Magneten an die Vertriebspartner verschickt, die diese in ihre Kühlschränke heften konnten. Die darunter stehenden Coke Light Flaschen schienen daraufhin zu schweben. Eiligen Kunden wurde signalisiert, Coke Light ist vor allem hier leichter, belebender und aufregender als bei der Konkurrenz. Kategorie Crossmediale und integrierte Kommunikationskampagnen. Iker Schmidt GmbH. Cool Kampagne. Mercedes-Benz Trucks Germany. Eine verschleißfreie Lkw-Kupplung, die nicht überhitzt? Das wäre cool. Und genau so bleibt die neue Mercedes-Benz Turbo-Retarder-Kupplung. Deshalb drehte sich die gesamte Kampagne nur um dieses Thema. Cool. Keine Überhitzung? Cool. Kein Verschleiß? Cool. Keine Ausfallzeiten und keine Reparaturkosten? Cool und cool. Auch die Werbemittel von Poster bis zum Eispack-Mailing waren vor allem eins. Cool.
Philipp und Kontje GmbH, Wirtschaftswunder 4.0, Telekom Deutschland GmbH. Die Kampagne erzählt 12 wahre Geschichten von echten Unternehmen und Machern aus Deutschland, die durch die Digitalisierung ihr Wirtschaftswunder 4.0 erleben. Die ausgewählten Unternehmer bieten Identifikationspotenzial in allen Sparten des deutschen Mittelstandes und vermitteln glaubwürdig die Vorteile der Digitalisierung und stellen die Telekom als den richtigen Partner für digitale Lösungen dar. Publicis Pixelpark, die Employer Branding Kampagne, Vector Informatik GmbH. Um bei IT-Entwicklern erfolgreich zu sein, muss Kommunikation vor allem eines, dieselbe Sprache sprechen. Die erste Recruiting-Kommunikation, die junge IT-Entwickler gezielt in ihrer präferierten Programmiersprache anspricht, von Java bis C++. Eine Kampagne mit Selfmade Spirit, die nicht als Werbung daherkommt, sondern als Dialog zwischen Fachleuten. Mit selbstbewussten Statements, die die besondere Haltung der Vectorianer immer wieder unterstreichen. Kategorie Live Communication und Messen. CCP Studios GmbH. Urban Art Cloud. IBM Deutschland GmbH. Eine Installation, die es Developern, Millennials und IBM-Kunden ermöglichte, Kunst auf Fassaden oder 3D-Objekten zu erstellen. Mit einer Painter-App waren Zeichnen sowie die Nutzung von Grafikbibliotheken möglich. Die Kunstwerke wurden während ihrer Entstehung live projiziert. Nach der Fertigstellung wurde das Kunstwerk mit dem Künstlerporträt in die virtuelle Galerie geladen. Die weltweit verfügbare Kunstgalerie läuft in einer IBM Cloud auf allen Devices. Sie ist Markenbotschafter für Art Made with IBM Cloud. Kategorie Film. Rheins Klassen GmbH und Co. KG. Chain Reaction. SICK AG. Sensoren sind in der industriellen Prozessautomation allgegenwärtig. SICK ist Weltmarktführer für optoelektrische Sensoren und setzt mit dem neuen induktiven Sensor IMB neue Standards. Ein Film zeigt der Fachwelt das neue Produkt und seine Leistungsfähigkeit in jeder Situation der Fertigkeitsumgebung. Der Sensor IMB trotzt extremer Kälte, Hitze, Wasser oder Öl. Das Ende dieser Kettenreaktion ist dann ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes ein Hammer. Der Sensor funktioniert nach dieser Tortur perfekt. Kategorie Digital Corporate. Husare GmbH. Geschichten gibt's. Schönox GmbH. Keine klassische Produktargumentation für Gipsspachtelmassen. Erzählt werden facettenreiche, unterhaltsame, ungewöhnliche und emotionale Stories rund um das Thema Gips. Sie werden auf der Microsite des Marktführers Schönox angeboten. Gemischt mit Produktinformationen für den Handwerker sorgen die Gipsgeschichten vernetzt mit einer Facebook-Seite für ungewöhnlich hohes Interesse. Scholz und Volkmar. Kiezkaufhaus. Das Kiezkaufhaus ist ein lokaler Online-Marktplatz für den unabhängigen Einzelhandel mit Lieferservice per Cargo-Bike. Der Endkunde kann bei über 20 Wiesbadener Händlern Produkte auswählen. Die Einzelhändler präsentieren ihr Sortiment auf www.kiezkaufhaus.de mit Tag-Scenes, die vor Ort beim Händler fotografiert werden. Ein lokales Shopping-Erlebnis online. Der Kunde kann seinen Warenkorb händlerübergreifend füllen und wird am selben Tag emissionsfrei beliefert. Damit ist das Kiezkaufhaus schneller als Amazon. Kategorie Digital Communications. GKK Dialog Group GmbH. Hashtag So Fast So Good. Lufthansa Cargo. Lufthansa Cargo liefert frische Ware an die unterschiedlichsten Zielorte dieser Welt. Dieser Aspekt rückte in den Fokus und wurde mit dem Thema Street Food verknüpft. Über alle sozialen Medien wurden bis hin zu den Fans alle eingeladen, Teil einer kulinarischen Reise zu werden. Die Teilnehmer teilten Fotos ihrer liebsten Streetfood-Gerichte. Die 100 besten Bilder wurden in einem Buch publiziert. Kategorie
Kategorie Public Relations. EBDU Group Germany GmbH, Ketchum Pleon GmbH. The 2-Euro T-Shirt, a social experiment. Fashion Revolution Germany. Würden Menschen die günstig produzierten Textilien immer noch kaufen, wenn sie wüssten, wie sie produziert werden? Um zu beweisen, dass es Menschen nicht egal ist, wie ihre Kleidung hergestellt wird, wurde ein Automat entwickelt, der mit T-Shirts zum Spottpreis von 2 Euro lockt. Steckt man eine Münze hinein, werden schockierende Bilder, wo Kinder und Frauen im Akkord nähen, gezeigt. Dann werden die potenziellen Käufer vor die Wahl gestellt, das T-Shirt kaufen oder die 2 Euro spenden. Der Verlauf wird in einem Video dokumentiert und am Fashion Revolution Day zur Erinnerung an das Unglück in der Textilfabrik in Bangladesch in den sozialen Netzen verbreitet.